fragt im Moment. So, ausverkaufte Mittelmeerstrahlen im Sonnenschein. Schön, dass ihr alle so zahlreich hier erschienen sind, um unsere neue Polarwelt zu eröffnen. Als erstes präsentieren wir im Vorflug den Eisvogel. Polarwelt. Naja. Wir sind ja in der Wir sind mit unseren Tieren unterwegs. Was hast du tatsächlich. Kommt hin, kommt hin. Wir lassen uns immer wieder buchen im Moment in gut beheizte Räume. Wenn jemand Bedarf hat, dann kommen wir auch mit Vogelzügen ins Wohnzimmer. Ich mache das Ganze nicht alleine, mit dabei ist die Janine, da hinten steht sie, winkt ganz fröhlich, freut sich, wenn irgendeiner zurückwinkt. Nur so als Tipp am Rande, bleibt in Bewegung. Ja. Wir haben aufgrund der Wetterlage unser Programm von 1,5 auf 1 Stunde gekürzt. Wir verkaufen dann Heizdecken. Wir möchten uns einen großen Absatz heute. Und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Bleibt locker, 20 Minuten teilen wir an, 25 maximal. Wir können folgendes Abkommen treffen, sobald einem kalt ist, steht er auf und hüpft. Wenn 30% hüpfen, mache ich Schluss. Der erste Vogel, der kommt, der macht dem Flugschau nach und nach nicht die allergrößte Ehre, aber diesen Vogel kann man sich so umso besser aus nächster Nähe anschauen. Jetzt geht das große Rätselraten los, um was für ein Tier sich das hier wohl handeln mag. Bei der Janine auf der Hand sitzt ein Vogel. Uhu, von der Taube. Ja, wisst ihr es? Taube. Ja, Taube ist er. Nein, das ist eine Eule. Ein Uhu, um genau zu sein. Die größte europäische Eule, die wir kennen. Mit einem Gewicht von bis zu 200 Kilo und einer Spannweite von 1,70 Meter. Ein durchaus stattliches Tierchen. Wir wollen uns hier vorne mal die Besonderheiten von diesem Vogel angucken. Schaut mal, diese großen Augen. Damit ist der Vogel in der Lage, im Dunkeln, bleibt mal kurz stehen hier, die Dame ist eingefroren und braucht was länger fürs Bild. Dieser Vogel kann mit guten Augen sehr gut schauen, vor allem im Dunkeln natürlich ein gutes Gehör, ermöglicht es ihm sogar unter dem Schnee eine Maus wahrzunehmen. Der lautlose Flug ist hervorragend für die Nacht, weil der Vogel eine ganz spezielle Federstruktur hat. Guck mal, Janine, da hinten ist jemand ohne Handschuhe. Die kann mal probieren, den Vogel zu streicheln hier vorne. Und dann sagst du uns mal, wie das Tierchen sich anfühlt. Probier mal aus. Eine stellvertretend für alle. Sag mal weich. Nee, musst du schon sagen. Weich? Ja, genau. Vogel fühlt sich weich an. Die haben spezielle Federn, anders auch als bei den Greifvögeln, um diesen lautlosen Flug. Was eine Eule auch sehr gut kann, kann man jetzt auch gerne ausprobieren, wer das möchte und gut versichert ist, den Kopf um 270 Grad zu drehen. Da kann man lautlos und geräuschlos nach Beute Ausschau halten. Das wundert mich jetzt, sonst sieht man doch häufig, dass die Eltern ihren Kindern helfen, den Kopf so zu drehen. Aber heute, gut, alles in Ordnung hier, so soll es sein. Wir verabschieden die Lotte mit einem dösenden, nie verhaltenen Applaus. Das ist euer Wort. Bitte schön, probiert es mal. Das klingt schon fast so laut wie bei den 200.000 Leuten, die gestern hier gefroren haben. Das haltet ruhig bei. Immer dann, wenn wir einen Vogel begrüßen oder verabschieden, darf geklatscht werden. Auch wenn wieder einer von uns Deppen auf der Wiese ins Stolpern gerät und sich über den Boden legt, einfach klatschen. Ja, dann ist das gar kein Problem. Bitte jetzt nicht wundern, Janine bringt die Tiere immer zielsicher ins Auto. Wir haben ein ganz einfaches Problem. Alle Vögel mögen sich, haben sich zu fressen gern, um genau zu sein. Und dem wollen wir da gekonnt entgegenwirken.